feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. In diesem Video möchte ich mit euch meine besten Haushalttricks und umweltfreundliche Hacks teilen, die das Putzen zu einem leichten und schnellen Spiel machen. Zuerst zeige ich euch ein paar sehr schnelle Rezepte für die Putzmittel, die ihr schnell selber herstellen könnt. Diese sind besonders umweltfreundlich und auch sehr effektiv. Dabei dürfen auch die Kinder mit diesen Reinigern putzen, da es natürliche Wirkstoffe sind. Diese drei Produkte sollte man im Haushalt haben, wenn man eigene Putzmittel herstellen möchte. Zitronensäure, Natron und Essigessenz. All das kann man im Drogeriemarkt besorgen. Zitronensäure ist sehr hilfreich im Haushalt und ist durch ihre reinigende und desinfizierende Wirkung besonders als Entkalker bekannt. Sie hemmt die Entstehung und Ausbreitung von Bakterien und Schimmelpilzen und verbreitet dazu noch einen angenehmen, frischen und sauberen Geruch. Mische einen halben Liter Wasser mit 2 bis 3 Esslöffel Zitronensäurepulver und fertig ist die Lösung. Natron dient im Haushalt als Allzweckreiniger, antibakteriell, geruchsneutralisierend und fettlösend. Für die Natronlösung könnt ihr auf 500 ml Wasser einen Esslöffel Natronpulver hinzufügen. Und für die Fenster habe ich noch eine Lösung aus Wasser und Spülmittel gemacht. Es ist auch sehr effektiv und reinigt die Fenster spurenfrei. Gegen Kalkflecken auf den Armaturen hilft Zitronensäuremischung sehr gut. Essig oder Zitrone gehören zu den besten Hausmitteln gegen Kalk. Ich persönlich mag den Essiggeruch nicht. Auch wenn ich ätherische Öle hinzufüge, finde ich den Geruch unangenehm. Daher greife ich öfter zu Zitronensäure. Die Zitronensäurelösung, die wir gemischt haben, auf die Armaturen einsprühen, kurz einwirken lassen und danach einfach mit dem Lappen abspülen. Zum Schluss trockne ich die Armaturen mit einem Tuch, damit die Wassertropfen nicht austrocknen und keine weiteren Kalkflecken bilden. Diese Lösung ist auf Keramik unbedenklich, jedoch sollte man mit Acrylbadewannen aufpassen. Zitronensäure hat nicht nur reinigende, sondern auch desinfizierende Wirkung. Der nächste Lifehack ist super simpel, nimmt kaum Zeit in Anspruch und hat große Wirkung. Über die Zeit bilden sich in der Toilettenschüssel gelbbraune Flecken, die man mit der Bürste nicht mehr effektiv entfernen kann. Bei der Beseitigung von Urinstein aus der Toilettenschüssel hilft folgender Trick. Wer eine Spülmaschine hat, kann 1 bis 2 Geschirrspültabs in die Toilettenschüssel legen und dort einige Stunden einwirken lassen. Ich lasse das über Nacht einwirken. Danach wird die Toilette abgezogen, mit einer Bürste nachgearbeitet und mit dem kalten Wasser nachgespült. Man sieht, dass die Ablagerungen verschwunden sind. Mit Natron und Essig kann man auch die gleiche Wirkung erzielen. Ist der Duschkopf verkalkt, kommt weniger Wasser raus. Außerdem sehen die weißen Flecken unschön aus. Wir haben ein sehr kalkhaltiges Wasser. Daher reinige ich den Duschkopf auch regelmäßig und baue das in meine Putzroutine ein. Das geht ganz einfach. Dank einem weiteren Putzhack. Du brauchst nur Essigessenz, Wasser und einen Beutel oder eine Schüssel, in die du deinen Duschkopf legen kannst. Gib Essigessenz und Wasser in den Beutel im Verhältnis 1:1. Ich hatte leider zu wenig Essig gehabt. Ich fixiere den Beutel mit dem Haargummi und lasse das über die Nacht einweichen. Essig-Wasser-Gemisch löst den Kalk und falls vorhanden auch Schimmel und Algen. Fülle den Duschkopf gut aus und schrube ihn, wenn nötig, mit einer Bürste ab. Ich benutze die alte Zahnbürste. Wenn du keinen Essig hast, kannst du das gleiche mit der Zitronensäure machen. Und wenn wir bereits in der Dusche sind, zeige ich euch meine simple Methode, die Dusche sauber zu halten.
Hier muss ich zugeben, dass ich diese Dusche seit einem Monat nicht geputzt habe. Und ich putze die Dusche tatsächlich nur einmal im Monat, wenn das Bad in meiner Putzroutine dran ist. So sieht unsere Dusche aus. Ich finde das gar nicht so schlecht dafür, dass es bereits 30 Tage lang nicht geputzt wurde. Und wir haben ziemlich hartes Wasser mit viel Kalk. Mein Geheimnis für stets relativ saubere Dusche ohne Kalkflecken auf der Scheibe ist eine sehr simple Handlung nach dem Duschvorgang. Jedes Mal, wenn man geduscht hat, ziehen wir das Wasser mit dem Wasserschieber ab. Es hängt hier in der Dusche. Wichtig ist auch, nicht so viele Flaschen, Shampoo, Conditioner und sonstige Sachen in der Dusche zu halten. Und man wird nach dem ersten Versuch scheitern. Wir haben uns solche Flaschen gekauft, wo wir Shampoo und Duschgel umfüllen. Auch den Boden ziehen wir ab, vor allem haben wir begehbare Dusche. Es bleiben immer noch Wassertropfen auf den Armaturen, die wir dann mit dem Tuch trocken wischen. So glänzen die Armaturen und es bilden sich keine Kalkflecken. Das dauert eigentlich nur 1 bis 2 Minuten, aber es ermöglicht mir die Dusche so selten wie einmal im Monat zu putzen. Und das Putzen ist dann auch ein Kinderspiel. Die Küchenspüle kann man auch sehr effektiv mit Natron reinigen. Streue Natron über die Spüle. In Verbindung mit Zitronensäure hilft Natron effektiv gegen hartnäckige Verschmutzungen. Natron ist sehr effektiv, die Fettsäuren zu lösen und zu neutralisieren. Zitronensäure ist gut gegen Kalkflecken. Daher sprühe ich die Zitronensäurelösung, die wir gemacht haben, auf die gesamte Fläche auf Natron. Kommt Natron und Zitronensäure in Verbindung, entsteht Kohlenstoffdioxid und das Ganze sprudelt und schäumt. Lass es kurz einwirken, 10 bis 15 Minuten. Und hier zeige ich dir meinen Lieblingstrick. Nimm ein Gemüsenetz, es könnte von Zwiebeln oder Kartoffeln sein, schneide einen schmalen Streifen ab und bearbeite damit die schwer zugänglichen Stellen am Wasserhahn. Du wirst staunen, wie schnell und einfach das geht und wie viel Dreck und Ablagerungen kommen ab. Früher habe ich die alte Zahnbürste genutzt, aber das Gemüsenetz kommt wirklich überall rein, in kleinsten Spalten und Ecken. Mach das, währenddessen du die Spüle mit Natron und Zitronensäure putzt, so werden auch effektiv Fett- und Kalkablagerungen in diesen Stellen gelöst. Anschließend mit dem Schwamm nachspülen und ausspülen. Danach trockne ich den Wasserhahn mit dem alten Küchenhandtuch ab. Diese Methode mit Soda und Zitronensäure bringt die Spüle zum Glänzen. Es funktioniert auch sehr gut bei den Edelstahlspülen. Um die Geschirrtücher sauber zu kriegen, brauche ich die nicht mal zu waschen. Hier habe ich bereits ziemlich fleckiges gelbes Geschirrtuch. Es hat sogar einen großen Fleck hier in der Ecke. Ich nutze folgende Lösung und weiche das Geschirrtuch für 15 Minuten ein. Ihr nehmt 1 Esslöffel Natron, 1 Esslöffel Zitronensäure und 1 Esslöffel Sauerstoffbleiche. Diese Lösung wird aufschäumen. Die Sauerstoffbleiche entfernt unangenehme Gerüche, was sehr oft der Fall ist bei den Geschirrtüchern und Haushaltstüchern. In dieser Lösung kann man auch Küchentücher einweichen, bevor diese in die Wäsche gehen. Ihr seht, wie dreckig das Wasser geworden ist und wie hell und sauber das Geschirrtuch ist. Und der Fleck ist auch verschwunden. Ich spüle das kurz einmal ab. Und dann kann ich wieder dieses Tuch im Haushalt einsetzen. Es hat nur 15 Minuten gedauert, ohne die Waschmaschine anzuschmeißen. Wenn ihr helle Wände habt, dann findet man immer wieder Flecken. Vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Umso mehr Flecken sind es auf den Wänden. Auch im Flur ist es sehr üblich.
Ich nutze hier Natron. In wenigen Sekunden kann man diese Flecken mit Natron entfernen. Ich nehme einen leicht feuchten Spülschwamm und tunke den kurz im Natron ein. Danach auf die betroffenen Stelle in Kreisbewegungen auftragen. Und so schnell verschwinden diese Flecken. Und man muss hier nicht mal die Wände unbedingt neu streichen. Schreib mir gerne in den Kommentaren, welche dieser Lifehacks dir gefallen haben und falls du einen davon ausprobierst, welches Ergebnis du erzielt hast. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Falls du noch kein Abonnent bist, abonniere den Kanal und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann!